Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, der Can. Und heute zeige ich euch 4 sexy Dance Moves auf dem Boden. Viel Spaß! Nachdem das erste Video gut angekommen ist, laut den Klicks und so weiter, habe ich mir gedacht, mache ich mal einen zweiten Teil draus. Und zwar machen wir diesmal sexy Dance Moves auf dem Boden. Also es wird ein bisschen schwieriger sein, aber mit viel Übung und viel Technik klappt es auch. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Let's go! Bevor wir anfangen, werden wir das Video wieder spielen in 3, 2, jetzt. Okay, hier ist rechts, hier ist links. Ich bin euer Spiegelbild. Denkt dran. Okay, der erste Move, den wir machen, ist auf den Knien praktisch laufen, auf dem Boden, ja. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen komisch, aber ja, es ist genau das, was wir machen werden. Und zwar geht ihr einfach mal am besten einmal so in diese Position, so eine Fußballerpose, ja. In dem Fall bin ich mit rechts oben, okay, und mit links unten. Ja, dann müsst ihr jetzt hier an den Beinen ein bisschen flexibel sein, sonst wird es schwierig. Okay. Was ihr jetzt macht, ist einfach nur laufen dabei. Ja. Rechts einmal und das linke Bein zieht nach. Dann links, rechts, links. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ja. Ziemlich einfach gehalten, versucht nur das weich und fließend zu machen. Okay. Das heißt, wenn ich hier nach rechts gehe, ist es wie, als ob ich so ein Ging, ja, wie. Also ob ich so unter Wasser wäre oder gegen Widerstand sliden würde mit den Knien. Yes. Yes. Okay, was ich auch mache, ich nehme meinen Körper mit. Ich mache so ein bisschen Body Waves. Ja? Also ich gehe von hier und die Hüfte auch. Okay, Füße machen einfach nur rechter Schritt. Ich ziehe ran mit dem Knie. Jetzt drehe ich mich zur anderen Ecke. Ja? Links sitzt in die Ecke ab und das rechte Knie geht jetzt runter. Dann ziehe ich rüber. Wechseln wir wieder. Step und rüber. Okay, das mal fließen. Eine 8. Wir haben 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! Das war der erste Move. Okay, kurz mal aufschieben, jetzt bin ich die ganze Zeit auf dem Boden. Kommen wir zum zweiten Move. Der zweite Move, ich weiß gar nicht, wie die Namen haben, aber ja, was ihr macht ist, ihr geht einmal, setzt ihr euch auf den Po, Hände nach hinten, okay, schützt euch ab und dann geht ihr in so eine Art Brücke. Ja? Okay, ihr müsst jetzt nicht komplett oben sein oder komplett mit dem Rücken, mit dem Hintern gestreckt sein, ja? Sondern einfach nur hier ganz bequem. Guckt, dass eure Arme gestreckt sind, weil wenn sie gebeugt sind, ist es schwer zu halten. Einfach strecken, damit ihr euch halten könnt. Okay? Was ich jetzt mache, ich gehe mit meinen Knien auf und zu. Ja, okay, auf und zu. Dabei geht meine Hüfte hoch und wieder runter. Hoch, runter. Und ich drehe mich hier auf den Fersen. Ich mache es gleich mal vorne rum. Okay, vorne rum wäre das dann so. Okay, wir müssen jetzt versuchen, dass es nicht so cringe ist. Das heißt, ich gehe hoch. Okay, Knie gehen. Also ihr holt erstmal aus, indem ihr praktisch so nach innen geht mit den Knien. Ja, geht so ein bisschen nach hinten. Und dann gehe ich auf, zu, auf, zu. Und ich drehe mich auf den Fersen. Genau, von hier, wir machen es mal 8, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, dabei könnt ihr noch hier am Körper entlang gehen, 5, 6, 7, 8, wie ihr möchtet, oder einen Arm hoch, ist auch eine Möglichkeit, okay? Gut, das war der zweite Move. Es lohnt sich gar nicht hoch zu gehen, weil, wie gesagt, diesmal machen wir Moves auf dem Boden. Was wir jetzt machen, ist der Dolphin. Okay, das heißt, ihr macht einen Dolphin Dive. Dolphin Dive, so rum. Okay, ihr macht eine Welle auf dem Boden. Ja, ihr springt da praktisch rein. Was ihr zuerst wissen müsst, ist aber, wie eine Welle funktioniert. Habe ich schon mal gemacht in einem Tutorial, versuche ich sie zu verlinken. Okay, das heißt, ganz schnell, Kopf vor, okay, Brust vor, danach dabei geht der Kopf zurück oder nach oben zurück. Ja, Brustkorb geht rein, Bauch geht raus, okay, und als letztes die Hüfte raus und dann setzen wir uns rein. So funktioniert die Welle. Okay? Auf dem Boden macht ihr genau dasselbe. Ja? Aber ihr müsst erstmal in den Liegestütz gehen. Das heißt praktisch so. Ja, ein Bein hoch, bei mir ist es links. Das ist ein bisschen einfacher. Sucht euch ein Bein aus. Und jetzt geht ihr zuerst. Dafür braucht ihr viel Kraft. Ja?
weil ihr jetzt die Arme beugen müsst, dann müsst ihr das halten. Geht so im Stand, ist es easy. Jetzt versucht ihr, wie bei der Welle, Kopf zuerst, dann Brust, Bauch, Hüfte am Ende. Ja, das heißt, schnell wäre das dann hier. Wir machen mal langsam, okay? Ich bin hier, ich springe hoch, gehe Kopf, Brust, Bauch, Hüfte. Okay, einmal schnell. Yes. Versucht erstmal ein paar Liegestütze zu schaffen, bevor ihr euch da ranwagt, weil sonst werdet ihr runterplumpsen. Okay? Es gibt eine weibliche Version dafür, indem ihr einfach die Knie auflasst und dann praktisch so einmal reingeht. Okay? Und dann mit dem Hintern setzt runter. Kann man auch machen. Aber das zeige ich euch beim nächsten Mal. Okay? Zuerst erstmal hier der Dolphin Dive. Das könnt ihr dann, indem ihr zum Beispiel nach vorne rutscht und dann reinspringt. Das könnt ihr zum Beispiel reintauchen. Okay? Es gibt verschiedene Varianten. Das ist der dritte Move. Puh, ich brauche schon einen Schwitzen hier. Vierte Move ist, indem wir auf die Knie gehen. Okay? Das ist eher ja, feminin, aber das kann man auch maskulin machen. Ja? Und dabei geht er immer mit den Knien, schätze euch hier ab, einfach auf und zu. Okay? Ja, das ist das Einzige, was ihr macht. Okay? Jetzt versucht ihr, wenn ich auf und zu gehe, einfach eine Körperwelle zu machen. Okay? Das heißt, ich mache hier Körperwelle, auf, zu, auf, zu. Ja? Wenn ihr das ein bisschen männlicher machen wollt, versucht euch so abzustützen. Okay? Feminina ist dann halt eher so mit den Händen. Okay? So, versucht das bitte ernst zu nehmen. Ja, da muss man so ein bisschen reinkommen, sich auch trauen und das auch mit Selbstbewusstsein machen. Ja, und versucht euch nicht zu schämen. Okay, und dann kann es auch richtig schön aussehen. Ja, das heißt, ich versuche mal das eine Acht zu machen. Hier, dabei könnt ihr euch auch drehen. Ja, ich könnte auch praktisch so wandern. Okay, ich mache gerade mal eine Acht, 5, 6, 7, 8. Ja, 1, 2, 3, 4. Okay, das waren 4 Counts, aber das kann man in die Länge ziehen. Das geht runter. 1 hoch, 2, 3, 4, 5, 7. Okay, gut. Das war es eigentlich auch schon. Mal kurz hochgehen. Das war mein E-Mail Programm. Ja, wir machen mal alles zusammen. Ich versuche es in eine kleine Kombo zu machen, damit ihr das üben könnt. Okay? Das heißt, wir gehen erstmal, dass ihr runterkommt. Okay? Aus dem Stand geht ihr eine 8, macht diesen Knieslide. Ja? Und dann gehen wir, ich zeige euch schon einen Übergang, wie ihr das macht, indem ihr euch, also indem ihr in diese kleine Brücke geht und dann die Knie von außen nach innen nehmt. Okay, und dann drehen wir uns rum, machen diesen Dolphin Dive, dann machen wir am Ende mit den Knien, gehen auf und zu. Okay, ich versuche es mal. Ich mache es mal ganz langsam mit Erklärung und dann machen wir es mittelschnell und dann auch schon mit Musik. Okay, das heißt, macht einen Schritt einfach hier runter. Ja, ich hier runter. Ja, 1, 2, dann seid ihr unten. Okay, dann gehe ich da links, 3, 4, nochmal rechts, 5, 6, rüber, 7, 8. Okay, von hier, 7, 8. Versucht ihr, damit wir einen Übergang haben, 7, 8, mit dem Bein einfach hinten rum durchzugehen, so. Und dann geht ihr mit links auf und dann könnt ihr 1, 2, 3, 4, dann einmal vielleicht über den Körper fahren, 5, 6, 7, 8, okay. Und dann wechseln wir rüber, machen den Dolphin Dive, dann gehen wir unter 1, 2, 3, 4 und dann machen wir zweimal den hier. 5, 6, 7, 8. Yes! Das als Übung. Wir machen es noch einmal langsam. Okay? 6, 7, 8. Ich gehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gehen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und bei 7, 8. Drehen wir uns herum auf 7, 8, 1, 2, 3, 4. Dann könnt ihr ein bisschen freestylen, was euch so anbietet auf dem Boden, okay? Das kann am Anfang den Knien wehtun, ja? Aber daran gewöhnt ihr euch, okay? Wir machen es noch einmal. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und drüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Körper lang, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was wir machen, so, damit es
genau auf die 8 ist. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ja, warte, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Dann gehe ich mit rechts über Kreuz, gehe rüber. 1, 2, dann machen wir das dreimal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gehe ich rüber auf 1, 2. Und dann gehen wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 3 8, sorry. Okay? Ich mache so einmal super langsam für euch. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt gehe ich mit den Beinen rüber auf 1 und dann zusammen 2. Und jetzt die Knie außen zu. 3, 4, 5, 6, nochmal 7, 8. Jetzt machen wir die Welle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. Meine Knie brennen schon. Jetzt nochmal mit schnell und dann machen wir es mit Musik, okay? Let's go, wir haben 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah! So, denk dran. Knie werden ja manchmal ein bisschen wehtun. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das nicht für Kinder geeignet stufen muss bei YouTube. Aber ja, ich guck mal, was ich da einstellen muss, okay? Und yes, jetzt machen wir das mit. Sorry, jetzt machen wir das Ganze so mit Musik. Let's go! Das war's hier für heute. Ich bin schon voll am Schwitzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, versucht es nicht so ganz ernst zu nehmen. Ja. Und wenn ihr es macht, macht das mit Konfidenz, Selbstbewusstsein. Und ja, könnt ihr mal schreiben, wie es war. Ob sowas überhaupt was für euch ist, so auf dem Boden umtanzen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ideen geben. Okay, könnt ihr selber rumprobieren, wie ihr das gerne machen möchtet. Und ja, ich habe die letzten Male den Outro vergessen. Aber jetzt habe ich dran gedacht. Also denkt dran, abonnieren, liken, Glocke aktivieren, kommentieren, damit wir auch schön gepusht werden im YouTube-Algorithmus. Und ja, danke schon mal, dass es in letzter Zeit ein bisschen mehr los ist hier in den Kommentaren und überhaupt hier auf meinem YouTube-Kanal. Ansonsten folgt uns auf TikTok, da gibt es ganz kurze, knappe Tutorials, ja, ganz viele verschiedene Sachen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Da habe ich auch mittlerweile 30.000 Follower. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.